Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe bei Colourpop bestellt. Ich hoffe, man kann das da oben ein bisschen lesen. Also könnt ihr euch auch schon denken, es wird um neues Make-up gehen. Yay! Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein bisschen Make-up drauf. Foundation, Concealer, Augenbrauen und Bronzer, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Zunächst einmal für alle Menschen, die nicht in Amerika wohnen, Colourpop ist eine amerikanische Make-up-Marke. Und ich glaube, einige von euch haben Fragen zum Zoll. Ich habe jetzt extra die Sticker mit meiner Adresse und sowas entfernt, dass nur noch die Sticker da sind, die ich euch auch zeigen möchte. Dieses Paket wurde vor meine Haustür geliefert. Ab 50 Dollar schickt Colourpop versandkostenfrei nach Deutschland. Ich glaube, ich habe so für 74 Dollar eingekauft. Colourpop schreibt drauf, was in dem Paket drin ist. Also kommt so ein Sticker da drauf. Da müsst ihr an der Haustür dann nochmal Geld bezahlen, diese 19% Zoll, Umfuhr, Einsatz, Steuer, whatsoever, wie auch immer das heißen mag. Oder es sei denn, ihr kommt über einen Betrag über 150 Euro. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie über 150 Euro ausgegeben, weil danach kommen richtige Zollgebühren drauf. Weil Zoll, Einfuhr, Umsatzsteuer ist eigentlich keine richtige Zollgebühr, wie schon gesagt. Einfuhr, Umsatzsteuer, whatsoever, also das ist eine Steuer und über 150 Euro, dann kommt Zollgebühren drauf. Und davon habe ich leider keine Ahnung, weil ich bisher immer unter 150 Euro geblieben bin. Wenn ein Paket beim Zoll landet, bekommt es immer diesen grünen Sticker, dass es verzollt wurde und alles klar geht. Und wenn man dann nochmal Geld bezahlen muss, ist noch ein kleinerer grüner Sticker mit dabei. Auf dem hier steht jetzt 10,23 Euro. Das musste ich dann nochmal bezahlen. Und wer mir auf Instagram folgt, mein Instagram-Name blende ich jetzt mal hier ein, der wird gesehen haben, dass dort eine wunderschöne LE gelauncht ist. Und ich musste die einfach bestellen. Ich fand die einfach so cute. Die Rede ist von dieser LE, die Wild Nothing LE. Ich glaube zumindest, dass es eine LE ist. I'm not 100% sure. Look at this cute packaging. Woo! It's so pretty. Ja, es ist sehr, 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 sehr sommerlich angehaucht mit den Kakteen. Und für mich hat das Ganze so richtig Boho-Vibes. Wenn ihr die Lidschattenpalette seht, so sieht sie aus. Ist für mich ein bisschen relativ untypisch, weil sie doch sehr neutral ist. Aber wenn ich die Farben ansehe, ich finde die so, 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 so mega schön. Ich weiß nicht, was es ist, aber diese LE spricht mich so irgendwie zu 100% an. Auch wenn ich eher für bunte Farben stehe. Aber ich fand das ja einfach so cute. Und was ich sagen muss, das ganze Zeug ist relativ gut bei mir angekommen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier sehen kann. Hier auf diesem durchsichtigen Zettel sind ein paar Lidschattenflecken drauf. Dieser Lidschatten hat es irgendwie am schlechtesten hier rüber geschafft, aber es ist nichts zerbröselt, es ist alles intakt. Ich habe mir einmal die Lidschattenpalette gekauft, dann habe ich mir zwei Blushes gekauft. Also das Packaging von diesen Blushes finde ich so, so, so mega schön. By the way, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dieses Packaging hat hier eine Delle drin, also das ist am schlechtesten bei mir angekommen. Der Spiegel ist heile, der Blush ist heile und das ist, was zählt. Das hier ist übrigens die Farbe Wayfarer oder Farrer? Farrer, 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 keine Ahnung. Wayfarer, Farrer, 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 Wayfarer. Wie wird das ausgesprochen? Wayfarer? Wayfarer. Wayfarer? Wayfarer. 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 I don't know. Und dann noch dieser Blush hier und das ist die Farbe Crossroads. Der hier ist ein bisschen dunkler als die Wayfarer. Dann habe ich mir zum allerersten Mal einen Jelly Matte Matte. Dann habe ich mir zum allerersten Mal einen Jelly Matte Eyeshadow gekauft. Oder Jelly Matte Shadow heißt es einfach nur. Es ist die Farbe Mojave Mousse. I don't know, wie man Mojave auf
Englisch ausspricht. Sagen die auch Mojave? Sagen die Mojave Moves? Ich habe keine Ahnung. Also ich würde es Mojave wie die Mojave-Wüste aussprechen. Ich habe keine Ahnung. Dann gab es auch noch ein Lippenöl, beziehungsweise es gab 4 Lippenöle. Die haben auch so ein bisschen Farbe mit drin. Ich habe mir die Farbe Skinny Dip geholt. Ja, und das war es eigentlich soweit von der LE her. Dann habe ich mir aber noch einen Blush gekauft von einer älteren LE mit den Disney-Prinzessinnen. Der wird, glaube ich, aber heute nicht zum Einsatz kommen. Da ist Belle vorne drauf. Und der Blush, wie man, glaube ich, sehen kann, ist auch nicht ganz so gut angekommen. Hier sind auch ein paar Krümel drauf. Aber er ist nicht zerbrochen und dieser Blush ist mehr so ein rosa Blush. Finde ich auch richtig, richtig schön. Ich finde das Packaging auch schön, aber ich glaube, dieser Blush kommt heute nicht zum Einsatz. Und was auch noch relativ neu ist, das hat Colourpop auch erst vor kurzem gelauncht, ist ein Stift, um sich Freckles zu machen. Den fand ich mega cool. Den gibt es in 2 verschiedenen Farben. Einmal in Soft Brown und einmal dunkler. Ich weiß nicht, wie der dunklere heißt. Dark Brown oder Not So Soft Brown. I don't know. Und dieses ganze Zeug werden wir jetzt ausprobieren. Woo! Ich bin mega gespannt auf so gut wie alles. Ich glaube, ich fange mit der Lidschattenpalette an. Ich gehe jetzt erstens in diesen Ton hier oben. Der heißt Top Down. Ist ein relativ neutraler Ton. Leicht peachy angehaucht. Und den blende ich nach oben fast bis unter die Augenbraue. Und man sieht ihn kaum. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera den Ton überhaupt einfangen wird. Also ich sehe es in real life, so einen Hauchunterschied. Das ist jetzt die 3. Schicht. Es wird auf jeden Fall etwas stärker. Man kann den Ton aufbauen. Wie gesagt, es ist auch mehr so ein Ton, mit dem man andere Töne halt ausblenden kann. Und die 5. Schicht. Also doch, ich finde, man kann den Ton gut aufbauen, dass er auch sichtbar wird. Ich weiß nicht, ob er unbedingt auf jedem Hautton sichtbar wird. Dann gehe ich in die Farbe Morningside, was quasi die nächst dunklere Farbe ist. Und ich glaube, dieser Ton ist mit am pigmentiertesten, weil hier kam gerade sehr viel Pigment und dieser Ton hat auch sehr viel Kickback. Ja, also der ist auf jeden Fall stärker pigmentiert als Top Down. Wie man vermutlich schon sehen kann, weil das hier ist gerade die 1. Schicht. Und die ist sofort sichtbar. Wie gesagt, dieser Top Down Ton ist auf meiner Haut sichtbar. Für manche ist er vielleicht exakt der Hautton. Die können den dann benutzen, um ihre Eyeshadow Base zu setten. Oder man benutzt den Ton, um andere Töne auszublenden. Dann gehe ich in den dunkelsten Ton der Palette. No Bounce heißt er. Und den gebe ich ins hintere Drittel des beweglichen Lides. Und wie man sehen kann, dieser Ton ist auch sehr gut pigmentiert. Dann gehe ich aber nochmal in den Ton Morningside, weil mir die Übergänge zu Morningside und No Bounce nicht ganz so gut gefallen. Und blende das nochmal ein bisschen. Mit dem dunkelsten Ton aus dieser Palette möchte ich mir aber noch einen kleinen Wing dort hinten dran machen. Für den unteren Wimpernkranz möchte ich gerne den Ton Come Together verwenden, was so ein moviges Braun ist. Dann möchte ich jetzt einen der Schimmertöne nehmen und da werde ich den Ton Alcove nehmen, was so ein rosa peachy Schimmerton ist. Und den gebe ich auf die Mitte des beweglichen Lids. Ist ein bisschen flaky. Mach weiter vorne, möchte ich den Grünton geben. Seashells heißt der. Und das probiere ich jetzt mal mit dem Pinsel, der nicht angesprüht ist. Und das funktioniert gerade richtig gut. Und in den Innenwinkel möchte ich den Ton Salten geben, was mehr so ein goldiger Ton ist. Dann werde ich natürlich auch einen der beiden Blushes verwenden und ich werde Wayfarer nehmen, weil der einfach ein bisschen heller ist und ich jetzt nicht so einen dunklen Blush haben möchte, weil das Augen-Make-up schon relativ intensiv ist. Ich merke gerade, das ist auch mein erster Blush von Colourpop. Ich habe keine Ahnung, wie pigmentiert er jetzt sein wird. Die Blushes haben auf jeden Fall beide so Glitzer-Schimmerpartikel drin, also wer Glitzer nicht mag im Blush, hiermit nicht bedient.
Aber ich finde die Farbe richtig schön, passt mega gut zum Augen-Make-up. Dann kommen wir jetzt zu diesem Jelly Match Shadow. Ich möchte mir wieder so eine Art Graphic Liner ziehen. Ich hoffe, das klappt hiermit. Ein Lippenpinsel und probiere diese ganze Chose mal. Das ist auch wirklich so Jelly-artig. Ich habe keine Ahnung, ob das gut klappt, weil es ist nicht gelig. Ich glaube, es könnte ein bisschen flüssiger sein für das, was ich vorhabe. Aber we try it now. Eigentlich klappt das sogar ganz gut. Dass es irgendwie so beige, champagne aussieht, aber hier oben auf dem Auge sieht das irgendwie so silbrig, richtig kühl aus. Aber es schimmert auf jeden Fall super, super schön. Also finde ich richtig, richtig schön. Ich bin auch begeistert, dass ich den mit dem Lippenpinsel so gut auftragen konnte. Und dann möchte ich jetzt natürlich noch den Freckle Pen ausprobieren. Ich bin mega gespannt darauf. Ich finde Freckles total cute und niedlich und süß und whatsoever. Und wenn das hiermit gut funktioniert, hello. Ich vermute mal einfach mal irgendwie Punkte ins Gesicht machen. Und ein bisschen drüber gehen. Wow, also ich finde, das sieht richtig schön aus. Vor allen Dingen, wenn man die noch mit dem Finger ein bisschen anklopft, werden die auf jeden Fall ein bisschen blasser, was richtig natürlich dann aussieht. Funktioniert auch super über der Foundation. Hier, also den finde ich richtig, richtig gut gerade. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt hält, aber der erste Eindruck ist mega. Und dann gebe ich mir noch das Lip Oil in Skinny Dip auf die Lippen. Es riecht auf jeden Fall leicht süßlich. Und es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm auf den Lippen an. Mein Lip Oil von NYX ist mittlerweile leider leer gegangen. Und das hier finde ich gerade richtig gut. Hat auch einen ganz Hauch Farbe, aber nicht wirklich viel. Also ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie jetzt merkt. Sieht halt einfach nur so ein bisschen glossy aus. Dann werde ich mir jetzt Lashes aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fazit zu den ganzen Produkten. Yay! Und ta-ta-ta-ta, hier sind wir mit dem fertigen Look. Also ganz ehrlich, diese LE, ich finde sie mega, mega cute. Packaging-wise ist es super summery, boho-theme-like. Ich finde das mega, mega schön. Die Farben da drin, eigentlich für jeden etwas, der alltagstaugliche Paletten mag. Es ist nicht unbedingt jede Farbe so krass gut pigmentiert. Man kann sie aber aufbauen. Ich hatte jetzt auch keine Probleme, sie auszublenden. Die Schimmertöne finde ich richtig, richtig schön. Die lassen sich auch super gut auftragen. Sie können vielleicht ein bisschen abstempeln, ein bisschen flaky sein. Dafür ist diese Palette auch nicht super, super teuer. Blush finde ich eine super schöne Farbe, also den Wayfarer. Passt super zu dem Augen-Make-up. Lip Oil finde ich super angenehm auf den Lippen, hat ein bisschen Farbe. Passt auch eigentlich ganz gut zu dem Look hier. Diesen Stift, könnt ihr schon denken, bin ich mega begeistert von. Ich liebe es, wie die Freckles gerade auf meinem Gesicht aussehen. Richtig, richtig cool. Diesen Jelly Match Shadow finde ich auch mega cool. Ich habe auch festgestellt, der trocknet und wenn man da so ein bisschen drüber geht, also es geht so gut wie nichts ab. Vielleicht mal ein, zwei kleine Partikelchen, aber es bleibt, wo es sein soll, was ich richtig gut finde. Also alles in allem, mich hat eigentlich alles auf den ersten Blick hin überzeugt. Ich kann jetzt nichts feststellen, was für mich absolut nicht funktioniert hat. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.